So Leute, willkommen zurück zu Fire Emblem Fates. Oh yeah. Oder auch nicht. Was ist mit meinem Handy los gerade? Wie es nicht will. Mein Handy spackt voll rum, es ist gerade einfach ausgegangen. Soll ich meins holen? Der Akku war doch voll. Kann doch nicht der Akku sein. Also kurz Leute, bitte. Achso. Der Akku ist auch nicht leer, der Akku ist bei 80%. Was ist los mit dir, Handy? Du sollst einfach nur die Stoppuhr zum Zählen bringen, dankeschön. So. So, Leute, willkommen zurück zu Fire Emblem Fates. Oh yeah, im letzten Part. Ganz viele Supports mal wieder. Und einen neuen Support, nämlich den zwischen Kasse und Sakura. Und jetzt sind wir hier gerade in der Mission. Midori, die Tochter von den beiden nämlich, wir müssen Candace aufhalten, so schnell es geht. Und wie ich schon beim letzten Mal sagte, ich werde mir gar nicht die Mühe machen, hier alle Gegner umzuklatschen. Ich werde wirklich so schnell es geht probieren, Candace einzufangen. Zu besiegen, wie auch immer. So, Castle, kannst du vielleicht selbst, wie viel Schaden kriegst du von dem? Das ist mir leider zu viel, vor allem, weil der Mann eine Crit-Chance hat. Der Mann. Der Mann. Vor allem sind da oben welche, die angreifen, also nein. Ich habe Hana aber dabei. Und hier komme ich aber leider nicht dran. Die würde ich natürlich am liebsten... Würde ich schon direkt gerne umklatschen, so muss ich mal sagen. Oh, wow. Der schafft das sogar fast. Mit Stärke plus wird er schaffen. Ja, ein bisschen Stärke, der kriegt, wird auch von dem nicht gekillt. Die Frage ist, wer von denen da oben kommt dran? Ist das der? Ja. Der nicht, ne? Nee. Ja, der kommt ja leider auch dran. Das... nee. Aber... ich könnte gegebenenfalls... nee, weil ich sie das schon verbunden habe. Kann ich nicht mal Shelter machen. Ich schätze, da muss ich wirklich einfach warten. Also den könnte ich besiegen, theoretisch. Gucken wir doch mal. Der hat eine Stärke von 34. Und wenn ich das überlebe... das heißt, er macht ihm 21 Schaden. Aber Kase kriegt den nicht sicher down. Nee. Leider nicht wirklich. Könnte aber ein bisschen trick sein. Das ist wieder mal... ich könnte von hier aus... nee, von da aus... ja. Wer wird sie trifft, ja. Kommt der natürlich dran. Aber das wäre nicht so schlimm, weil... schaffst du nicht, Kase. Ich bin enttäuscht. Bist zu langsam, was? Das war Seise. Seise, weil ich. Entschuldigung. Aber ich könnte auch bestimmt hier... Tüftler geben nur 1 auf Geschwindigkeit? Wow, das ist wunderbar, aber hart. Du bringst aber 4, oder? Oder 5 sogar. Ja, gut, okay. Ja. Das muss ich aber nur mal gucken, ob da wirklich nur der dran kommt. Wenn ich mich jetzt quasi hier hinstelle, kommt... ja doch, kommt nur der dran. Der hat einen Angriff von 34. Das heißt, auf Saizo macht der 18 Schaden. Warte mal, ich würde mich aber schon gerne... kannst du ihn doch einfach nur reinstellen, oder? Nein, ich will den halt schon irgendwie killen direkt. Und ich sehe gerade, ich muss mich leider... na, das kann ich nicht machen. Ich müsste den aus der Ferne besiegen. Das habe ich gerade irgendwie nicht bedacht. Weil ich will halt den Typen da besiegen mit Setzner. Und dann kann ich den nicht am Leben lassen, weil sonst schießt er sie vom Baum. Was ich allerdings tun könnte... nein, kann ich nicht. Ach komm, der muss doch irgendwie down zu kriegen sein in einem Zug da. Der Vogel. Mir gefällt es ja nicht, dass er Schaden macht. Wenn er trifft. Nein. Was gibt es hier nochmal dazu? Verteidigung und Stärke.
mach das mal ganz kurz. Wobei, warte mal. Gibt wahrscheinlich keine. Oh, der kriegt Bewegung dazu. Das ist sehr gut. Durch Saizo. Dann kann ich nämlich zu dem da hingehen. Und dann mal eben gucken. Okay. Er trifft halt zu einer super geringen Wahrscheinlichkeit nur. Habe ich einen Ass im Ärmel, falls er mich trifft? Asama kommt dran zum Heilen. Ja, okay. Das ist dann ja eigentlich das Einzige, was wichtig ist. Weil wir haben schon geguckt, die kommen da nicht dran. Nö. Gut, erstmal gucken, ob Setzner den überhaupt töten kann. Ne? Das ist natürlich jetzt die Sache. Ja. Wenn sie trifft eben. Zur Not haben wir noch Midori. Und Kasa haben wir auch noch zur Not. So. Hol den Typen da weg, Mann. Berserker. Eine der schlimmsten Klassen, wenn man sie bekämpfen muss, finde ich immer wieder. Ja. Dass, dass die mal so rumstylen müssen beim Angreifen. Vor allem auf ihrem Kienchen-Ritter, ne? So, da hat er nichts dergleichen, was mir gefährlich wird. So, Attacker! Was ist das denn? Okay. Weak. Stimmt, die Crit-Chance habe ich gar nicht bedacht, dass er auch einfach einen Crit machen könnte. Ja, mit Crits darf man nicht rechnen. Nee, das ist wie bei Pokémon, wenn man sich auf einen Volltreffer verlassen muss, dann weißt du, das eigentlich schon verkackt. So, ich trenne die aber trotzdem nochmal, damit ich... Das ist auch keine nicht die richtige Wahl gewesen. Weil sonst fehlen mir die Einheiten so im Zweifelsfall in einem wichtigen Moment. Jetzt habe ich auf den Baum abgesetzt. Das war gar nicht, was ich wollte. Hock dich mal auf den Baum, Mädel. Hock dich da hin, Mädchen, ist alles cool. So, du kannst dich aber mit... Meine verbinde ich nicht, geh lieber einfach so mit. Sie ist ja ein königliches Kind jetzt. Das heißt, sie kann auch Drachenadern aktivieren, da sie ja von Sakura abstammt. Schön. So, das war berechnet. Damit haben wir ja... Also war genau das, was wir schon gesagt haben, was jetzt passieren wird. Das ist natürlich jetzt im Waffenvorteil... Eigentlich sind wir im Waffenvorteil gegenüber seines Schwertes, aber da wir das Doppelschwert haben, werden die Waffenvorteile hier umgedreht. Oh wow, schön. Gut gemacht, Saizo. Ach, komm schon, ey. Gegnerischer Heiler. So, mit etwas Glück... Ich möchte es mir an dieser Stelle nochmal betonen, ich will mich in dieser Mission nicht lange aufhalten. Die werden wir wahrscheinlich sogar heute schon beenden, vielleicht sogar jetzt schon gleich. Je nachdem, ob ich die killen könnte. So, ich will das hier natürlich nicht machen mit dem Bogen, aber... Nein. Das ist ein bisschen Schaden, würde ich sagen, oder? Oh Gott. Ich hoffe, wenn die falsche Taste jetzt drücken. Oh, ja, schön, aber auch schon angegriffen. Saizo könnte da sogar schon rankommen dann. Er glaube ich auch. Oh je, ist das riskieren? Weil die kommen dann alle auf dich zu, wenn du dich triffst. 34 KP muss ich hier abziehen. Setzner zieht ihr wie viel ab, habe ich gerade gesehen? 20 mit... Zieht er sogar mehr ab. Saizo doppelt sie. Die ist tot. Okay. Die ist instant tot. Ich möchte auch halt auch nicht so viele Erfahrungspunkte bekommen. Warum? Die nächsten Hauptquests werden einfach piss einfach sonst. Hm, ja, okay. Vielleicht kann ich sogar... Also ich werde es auf jeden Fall erstmal aufmachen. Ich muss auch, ich schaffe das doch sicher, oder? 1, 2, 3, 4... Weiß es nicht. Ja, der Saizo kommt auf jeden Fall hin. Saizo kann die klatschen. Greift zweimal an. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht irgendwie arrangieren kann, dass Orochi sie klaut. Ja, ich mach das jetzt. Drachenader. Ich meine, es ist safe. Ich meine, wenn Setzner so viel Schaden macht. Saizo ist sogar stärker als sie. Hat sogar seine. Ob er so gut trifft, ist die Frage. Da er mehr Fähigkeit hat, okay, wird er treffen. Selbst Setzner trifft er schon rein. Okay, Midori darf, mach mal auf hier. Und die jetzt auch noch so weit. Ja, die ist 100 pro down. Tschüss. So, ich will aber mal ganz kurz wenigstens gucken vorher. Vielleicht schaffe ich es ja, sie zu fangen.
Schaffst du sie auch 100% zu treffen? Ja, cool. Ich kann sie einfangen. Vielleicht musst du aber auf einfangen gehen, ne? Ja, aber ich muss sie vor allem erstmal schwächen jetzt. Hm. Ich muss sie auf 16 KP runterknüppeln. Vielleicht kann ich das mit euch machen. Das reicht nicht. Kannst du schwächen? Nee, du hast wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich aber eher nicht. Nein. Nee. Ja, die wird hart direkt einfach. Vielleicht kannst du das. Ja, wenn er treffen würde halt. Hm. Kann ich es mir leisten, dass er nicht trifft, dass dann Sizer von hier finisht? Er wird jetzt sterben, wenn sie trifft. Ja. Kann ich noch mit irgendwem heilen? Mit Chris. Ja, zur Not. Okay, ich probiere das einfach. Er soll treffen, aber nur einmal. Dann kann ich ihn noch mit Setzen angreifen und dann kann ich versuchen, sie einzufangen. Mhm. Go. Go. Oh, nicht schlecht. Du hast Kenntnis eingeholt. War nicht schwer. Gut gemacht. Aber ich warne dich. Ich bin stark wie eine Eiche. Das glaube ich nicht. Ich auch nicht. Wow. Good job, Asama. Okay, nein. Da muss Saizu ihn töten. Sie töten. Oh Mann, ich wollte sie fangen. Ja, versuch's jetzt mal. Warum greift der... Warum greift der nicht mit an? Hä? Nee, verstehe ich nicht. Warum greift er nicht mit an? Achso, wegen Einfangen wird das nicht mitberechnet wahrscheinlich. Nee. Achso, ja, ich sehe. Kann ich sie noch irgendwie anders schwächen? Ich glaube, das war meine einzige Chance. Vor allem, ja, das kann dann, ich nicht machen, nee, weil dann kann Saizu im Notfall nicht drankommen. Ja. Nee, nee. Schade. Schade. Dann bekommen wir sie nicht ins Gefängnis. Okay, Saizu, ich will nochmal ganz sicher gehen. Saizu kriegt es auf jeden Fall down. So. Ja. Die hat keine Fähigkeiten. Absolut keine Chance. Keine Fähigkeiten, keine sonst was. Nö. Sie ist 100% tot. Gut, das heißt, ich kann nochmal mit euch beiden angreifen, wegen Supports. Vielleicht sogar töten? Biestdingens, ja genau. Ja. Kann ich dir noch mitnehmen? Dann greife ich gleich nochmal mit Zetzner und so an. Oh. Mehr sagt sie dazu gar nicht. I don't care. So. Dann greifst du nochmal sie an. Kannst vielleicht jemand anderen sogar killen. Mal gucken. Hat eine Crit-Chance. Das ist doch fies, ey. Vielleicht den da. Ja. Jo. Tschüss. Ciao, ciao. Sehr gut. Alles, was Berserker schnell killt, mag ich. Berserker sind very dangerous. Orochi kann ja aber nichts mehr machen, oder? Nee. Du kannst höchstens versuchen, den nebendran umzuklatschen. Ja, genau, das fehlt gerade. Ja, aber dann nicht so. Versuch's mal mit Takumi. Ich meine, dass du halt... Na, Saizu kommt wahrscheinlich nicht hin, oder? Hm? Mach mal. Na, der ist ja eh tot. Ja. Dann ob Saizu vielleicht zur Not noch daneben könnte. Guck ich falls mal. Falls Orochi nicht. Wie gesagt, man möchte ja, ne? Schon irgendwie alles probieren. Könnte Saizu daneben? Ich glaube nicht. Doch. Und noch da killt es sie noch. Gut, dann versuche ich es noch. Nee, kann ich ja gar nicht mehr. Ich muss ja... Nee, schade. Ich wollte sagen, dann probiere ich es nochmal. Aber... Könntest du höchstens... Nein, sie macht da keinen Crit, ne? Also bei Eidfang. Nee. Das überlebe ich auch 100%, ne? Keine Fähigkeiten, kann da. Der hat auch nichts irgendwie. Schützt Einheit oder so. Nee, gut. Nee. Weil ich brauche auch Supports mit Asama und Orochi. Die müssen ja auch noch Kinder zeugen. Beziehungsweise eins. Ja, das kann ich auch nochmal machen. Mhm. Ich guck lieber 50 Mal drauf, bevor ich irgendwas übersehe oder so. Oh, okay. Ja, gut. Tschüss. Das geht natürlich auch. Saizu denied. Saizu nur so, was? Du hast Kenntnis gefangen, du hast Kenntnis besiegt.
Nee, hey, gefangen habe ich nicht. Hätte ich gern gefangen, aber... Ja. You're stealing my kill. Ja, das Hintergrund irgendwie so... Stealing my kill. Wer bist du? Dein schlimmster Albtraum. Okay. Schade, ich mag Ken. Sie ist cool. Sie hat ein cooles Design. Der Himmelsspalter, den ich beißes als eher nicht so nützlich erachtet habe. Ja, es geht eigentlich. Züge 2. Sehr gut. Ich habe ewig gebraucht, weil ich mal alle besiegen wollte. Nee, wie gesagt, ich will nicht zu viel. Also ich bin ganz froh, wenn ich hier da war. Wir werden noch genug Nebenquests machen, Leute. Und wie gesagt, naja. Gut, dass es vorbei ist. Ich hatte Zweifel, ob wir die Kräuter wiederbekommen. Wie kannst du einfach weglaufen und mich so erschrecken? Ich hatte Todesangst. Und das alles nur wegen dieser Kräuter. Todesgefahr! Wir hätten mehr davon sammeln können. Die sind das Risiko nicht wert, dich zu verlieren. Also mach das nicht wieder. Papa, aber ich... Ach, du verstehst das nicht. Diese Kräuter wachsen hier nur einmal im Jahr. Du erkennst nicht den wahren Wert dieser Kräuter. Sie können Wünsche erfüllen. Hm? Ich wusste, sie sind nützlich, aber nicht, dass sie Wünsche erfüllen. Nun, Tatsache ist, also eigentlich geben sie bloß eins auf alles. Aber die Kräuter können einen bestimmten Wunsch wahrmachen. Eins auf alles? Mein Wunsch ist, ja, dir meine Nützlichkeit zu beweisen, damit ich hier bleiben kann. Midori, wir hatten doch warten können, bis sie nachwachsen. Das war sehr gefährlich. Begreifst du nicht? Ein Jahr hier wäre ewig im Geheimen Reich. Und ich kann nicht so lange warten, um meine Nützlichkeit zu beweisen. Ich hasse es, ohne dich dort bleiben zu müssen. Verzeih, dass ich dir das zugemutet habe, Midori. Es geschah zu deiner Sicherheit. Aber du bist nun alt genug, um eigene Entscheidungen zu treffen. Vergib mir, dass ich nicht früher bemerkt habe, was du durchmachst. Glaub mir, ich wollte dich so oft sehen wie möglich. Mir war zwar bewusst, dass die Zeit im Geheimreich schneller vergeht, doch hatte ich nicht bedacht, wie schmerzlich lange du deshalb warten musstest. Hier, nimm meine Hand, Midori. Von jetzt an gehen wir gemeinsam durchs Leben. Kein geheimes Reich mehr für dich. Meinst du das ernst, Vater? Natürlich. Ich sage meinen Kameraden Bescheid, dass du mit uns kommst. Yay, danke, Vater. Siehst du, ich hatte recht mit der Kraft dieser Kräuter. Mein größter Wunsch wurde wahr. Lass uns gehen, Midori. Wir haben uns noch viel zu erzählen. Ich will alles über dein Leben im Geheimen Reich wissen. Ich habe so viel verpasst. Erzähl mir alles und lasse keinen einzigen Tag aus. Ja, Vater. Das wird uns sicher wenigstens für ein paar Jahre beschäftigen. Well, the fact is... Ich liebe es, wenn sie das sagt. Grüne Augenbrauen hat. Das ist ein Fact. Okay. Muss man drauf achten. So, Leute, dann sind wir schon wieder hier. Ja, die Mission ging zügig. Bohnen! Und jetzt muss ich tatsächlich hoffen, dass wir einen Escort freigeschaltet haben, neuen. Damit wir direkt die nächste Quest starten können. Ja. Potenziell... Alter... Himmlisch, ja. Himmlisch. Potenziell wären das... ich kann auch vor allem das Gold verkaufen, mal, was ich jetzt hier angesammelt habe. So. Ups. See you later. Genau, weiß man eigentlich genau, wie hoch der Zeitunterschied ist? Wurde das jemals wirklich gesagt? Nicht wirklich, oder? Nee. Hm. Ich habe immer noch Stiefel, Drachenkräuter, Waffen, das muss ich alles noch machen. So, wir gucken gleich in den Supports rein und dann hoffentlich positiv überrascht zu werden. Oh, wir können ins Quartier. Scarlett, Liebste. Hi. Erzähl mir was. Hey, noch einmal besuchen und dann schalten wir was Besonderes frei. Okay. Ja. Let your guard down. Das ist wahrscheinlich so, treiben wahrscheinlich so übelste Rollenspiele in der Hinsicht. Scarlett, let your guard down. Oh Gott. Do it for me. Du kommst aus Asura so rein. Hallo? Stich. Soll ich wieder gehen? Asura, die in dieser... Oh, süß. Asura, die so viel niedlicher in dieser Grafik aussieht, sondern in den Katzengrafiken, als in ihren Quatschgrafiken. Also wenn sie sich mit ihm unterhält, da sieht sie immer so eiskalt aus, finde ich. Irgendwie guckt sie immer so.
Mir ist alles egal, ich hasse alles und jeden. So, wir wollen unsere Knastis besuchen. Hoffentlich ist Heiser da. Bitte, 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 bitte. Verdammt. Okay, überred sie mal. Leute. Es gibt irgendwelche Items, womit man das irgendwie machen kann, dass sie da häufiger drin sind. Ich überlasse das nur mir, sie kommen schon zur Erkenntnis. Ich weiß nicht welche. Achtung! Alter, bitte, und dann kommt dieses Bild reingescrollt. Und dann kommt dieses Bild reingescrollt. Entschuldigung, Leute, was ist da gerade passiert? Oh, my, what, was hat er noch gesagt? My turn. Oh, what this? Ich liebe das. Ja, können wir das bestechen? Wir haben ja ein paar Daikon bekommen. Oh nein, mir fehlt ein Daikon. Dann könnte ich Level dann bestechen. Das lohnt sich auch nicht, glaube ich. Wunderbar. So. Nein. Nein, nichts. Das ist blöd. Aber der Part ist eh bald zu Ende. Dann lesen wir die noch. Hallo Vater, könntest du diesen Trank probieren, den ich gebraucht habe? Oh je. Er hat eine außergewöhnliche Farbe. Was ist das für eine Mixtur? Es ist eine Medizin, die deinen Energiewert verbessert. Hm. Du hast mir vor einer Weile beigebracht, wie man diesen Trank zubereitet. Stimmt, ich erinnere nämlich, dass ich vor Ewigkeiten darüber gesprochen habe. Hm, aber ich erinnere mich nicht, dass ich den dass der Trank diese Farbe hatte. Außerdem ist sein Geruch eher ungewöhnlich. Ich habe ein wenig getüftelt, dabei bist du der Tüftler. Ich dachte, die Formel ist doch verbesserungswürdig. Interessant. Das erklärt einiges. Und probierst du nicht, Vater? Ich habe ihn extra für dich gemacht. Das hast du also, ja? Natürlich werde ich ihn kosten. Ich habe nur eine kleine Frage. Was ist das erste Mal, dass du diesen Trank zubereitet hast? Falls ja, sollten wir ihn vorher testen, nur um sicher zu gehen. Schon verstanden, du willst ihn nicht trinken. Nein, das stimmt doch gar nicht. Wenn du nicht trinken willst, dann tue ich's eben. Nein, bitte warte. Es ist gefährlich, ein so seltsames Gebräu unbedacht zu trinken. Gib ihn mir. Er schmeckt anders, aber ich fühle neue Energie durch meinen Körper fließen. Danke, Midori. Das macht mich so glücklich. Aber wieso hast du gesagt, meine Medizin sei ein seltsames Gebräu? So etwas habe ich nie gesagt. Das musst du dir erträumt haben. Vater, warum bist du gerade grün im Gesicht? Vater, atme, atme! Oh Gott. Mutter? Hallo, Midori. Was hast du denn da? Erinnerst du dich daran, dass, als du sagtest, dass dein Knie dir Probleme macht? Ich habe diese Salbe für dein Knie hergestellt. Sie wird alles besser machen. Die richtigen Kräuter zu sammeln dauert ein paar Tage. Ich habe es geschafft. So viel Mühe hast du für mich auf dich genommen? Vielen Dank, Midori. Setz dich einfach hin, dann trage ich die Salbe gleich auf, in Ordnung? Schmerz hinfort mit dir. Lass meine Mama jetzt in Ruhe. Nimm, nimm. Die spezielle Arzneien, die du zubereitest, sind immer so enorm wirkungsvoll. Die Schmerzen in meinem Knie sind gleich verflogen. Wirklich? Juhu! Ich meine, ja. Freut mich, dass es wirkt. Mhm. Ich wusste das natürlich. Hat dein Vater dir geholfen, diese Salbe anzurühren? Aber natürlich, ich erzählte ihm von deinem Schmerzen und er gab mir ein paar Tipps. Allerdings musste ich selbst auch viel für diese Rezeptur recherchieren. Es freut mich, dass du deine Studien so eifrig betreibst. Ich bin sicher, dein Vater freut sich sehr, sein Wissen mit dir zu teilen. Das hoffe ich doch. Er lächelt immer, wenn ich mit einer meiner neuen Pflanzen zu ihm komme. Und da bin ich mir sicher, du bist so ein gutes Kind. Wir sind sehr stolz auf dich. Wir könnten uns keine bessere Tochter wünschen. Vielen Dank. Ich hab dich so lieb, Mama. Und ich hab dich lieb, Midori. Yay, Elternsupports. Okay, Leute. Im nächsten Part können wir direkt die nächste Mission starten. Denn ich werde jetzt offscreen wieder ein paar zum S-Support verhelfen. Mhm. Ein paar. Mal gucken, welches. Das werden wir gleich spontan entscheiden. Mhm. Und dann sehen wir, machen wir noch diese eine Quest. Und danach, denke ich, werden wir erstmal wieder Kapitel 19 machen. Mhm. Ich möchte die Kinder auf jeden Fall relativ zügig holen. So viel kann ich schon mal sagen. Aber ich möchte halt nicht erst zum Schluss die Kinder holen, weil dann brauche ich sie auch nicht mehr, weil ein paar von ihnen möchte ich durchaus benutzen und Midori ist die erste davon. Ja.
Midori wird auf jeden Fall... Mighty Midori! Ein Mighty Midori wird auf jeden Fall einen Platz finden in unserer Gruppe. Leute, aber... genau eine Sache wollte ich noch erklären, habe ich ganz vergessen. Für die, die vielleicht auch Awakening gar nicht gespielt haben, die Kinder erben natürlich nicht nur die Haarfarbe ihrer Mutter, nein, die Kinder kriegen auch Fähigkeiten ihrer Eltern vererbt. Wo haben wir denn Midori? Da. Midori zum Beispiel. Seht ihr schon, da ist die Giftklinge vom Papa. Und von Sakura müsste es dann, genau, Arcanum. Ich kann nicht drauflegen, weil mein Touchscreen, das mit dem Stern. So, die letzten Fähigkeiten der Eltern werden nämlich ans Kind mitvererbt und das ist ziemlich, ziemlich cool. Damit kann man sich richtig schnieke Sachen ranzüchten, sag ich mal. Kana zum Beispiel hat den Ausfallschritt, der müsste von Scarlett sein. Mhm. Ja, den Ausfallschritt von Scarlett und da den Drachenbiss direkt vom Papa, wobei den würde sie natürlich auch sowieso selber lernen, aber naja. Wobei, würde sie das? Oder ist das eine Unique-Fähigkeit für Chris? Oder? Nee, ich glaube, das wird sie lernen. Würde sie auch so lernen. Naja, ist egal. Jedenfalls kann man sie damit auch Fähigkeiten antrainieren, die sie eigentlich sonst kaum haben können. Gut, Leute. Das war's, wie gesagt, für heute. Beim nächsten Mal machen wir noch eine Kinderquest und dann, denke ich mal, zurück zur Geschichte. Jo. Bis dahin. Ciao. Ciao.